herzlich willkommen. Also ich bin sehr froh, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Interview. Könnten Sie sich kurz vorstellen? Ja, also mein Name ist Christiane Welz und das ist ja heute das Thema Kunst. Das heißt, ich bin Künstlerin und male Bilder. Also das ist eigentlich so der Schwerpunkt mit verschiedenen Techniken auch. Sehr viel auch Acrylmalerei, aber auch teilweise Aquarelle oder dass ich auch Objekte verwende. Und ja, vielleicht interessiert Sie das, wie ich dazugekommen bin, denn ich mache das noch nicht mein Leben lang. Ich habe mich schon immer sehr für Kunst interessiert, gerade auch für moderne Kunst. Das fing schon in meiner Jugend an, dass ich sehr gerne Ausstellungen besucht habe. Und ich habe dann vor ein paar Jahren, das war eigentlich ein Workshop in einem Urlaub in Frankreich, den ich gemacht habe, habe ich gemerkt, dass Malen was Wunderbares ist, dass ich da Freude dran habe, dass ich mich da ausdrücken kann. Und so hat sich das dann eigentlich entwickelt, dass ich das weiter ausgebaut habe. Ah ja, also es gibt schon in Ihrem Werdegang sehr viele Stellen, wo Sie sozusagen mit Kunst in Berührung haben. Kunst wurde ein Teil Ihrer Person. Und heute werden wir über ein Thema sprechen, das wahrscheinlich viele interessiert, gerade diese Verbindung von der Person und dem authentischen Ausdruck als Künstler, das Thema Authentizität. Und mich würde es interessieren, also wenn man gerade Ihre faszinierenden Bilder sieht, wann fühlen Sie sich im Schaffensprozess am authentischsten und wie erkennen Sie diesen Moment? Das ist eine interessante Frage. Also es gibt sicherlich Momente, wo diese Authentizität sehr spürbar ist. Aber ich würde sagen, auch so in Abgrenzung zu dem, was wir im normalen Leben tagtäglich machen, ist Kunst, also dieser kreative Schaffensprozess, mit Farbe zu arbeiten, jetzt in meinem Fall, ist das an sich so eine Situation, wenn ich an meiner Kunst arbeite, dass ich mich dann sehr authentisch fühle, weil es so eine Unmittelbarkeit hat. Mhm. Ich bin mit Farbe in Berührung, ich kreiere Formen, ich bewege mich. Also es ist wirklich was Authentisches. Es ist was anderes, als wenn ich jetzt nur am Rechner sitze und irgendwelche Sachen eingebe, sondern es ist was Ganzheitliches. Und nun ja, besonders authentisch ist es, ja, wenn ich dann am Ende vielleicht auch sehe, also vielleicht nicht, wenn ich nur einen Pinselstrich mache, sondern wenn ich dann auch merke, so wow, da entsteht was und das habe ich jetzt auch erschaffen. Und ja, dann fühle ich auch so, oh, das ist jetzt was, das ist aus mir herausgekommen und ist da jetzt auf der Leinwand. Also da höre ich heraus, dass besonders der Prozess an sich für Sie und Ihre Authentizität wichtig ist. Und daher würde es mich interessieren, wie hilft Ihnen der kreative Prozess selbst zu Ihrem eigenen authentischen Selbst zu gelangen dann? Also ich glaube, dass für mich ist Kunst auch ein Stück weit ein Ausgleich. Es ist natürlich nicht mein ganzes Leben, aber es ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Und ja, durch das Malen, durch das Schaffen, gelingt es mir, andere machen vielleicht Sport oder trainieren für einen Marathon, aber mir gelingt es jetzt eben in diesem Schaffensprozess, der ja manchmal auch sehr aktiv ist, je nachdem wie groß auch das Kunstwerk ist, da in so einen Flow zu kommen, auch runterzukommen, mich auch mal zu fokussieren auf eine Sache. Also ich kann darin dann auch wirklich versinken. Weiß ich, ein anderer sieht das dann als sehr meditativ an. Ja, und da ist einfach so eine, ja, so eine ehrliche Lebendigkeit da. So würde ich auch irgendwie Authentizität. Also genau das, was Sie jetzt gerade sagen, mit dem Flow. Schauen wir uns das genauer an. Mich würde es interessieren, gibt es bestimmte Techniken oder Rituale, die Ihnen helfen, eine noch tiefere Verbindung zu Ihrem authentischen Selbst, zu der authentischen Stimme herzustellen? Also prinzipiell glaube ich, dass mir das relativ leicht gelingt, wenn ich mich da jetzt auf die Kunst und so weiter konzentriere. Ich habe ja anfangs gesagt, dass so quasi der Impuls, wirklich jetzt selbst aktiv, also weiterhin selbst aktiv zu sein, in diesem Urlaub kam in Frankreich.
Und da war also zum Beispiel eine sehr inspirierende Situation, dass wir in einem alten Kloster waren und dann in einem Garten, also im Freien gemalt haben, wo man Vögel zwitschern hört, Blätter rauschen und so weiter. Das habe ich natürlich jetzt in der Regel nicht. Ich mache das in Räumen. Aber da ist mir zum Beispiel auch wichtig, dass ich das vorbereite, mir die Farben, die Pinsel und so weiter, die Leinwand überlege, was mache ich denn heute. Und dann kommt auch manchmal noch sowas hinzu, dass ich mir bestimmte Musik dazu einstelle, die mich dann einfach auch noch inspiriert. Also das sind dann vielleicht so kleine Rituale, wenn man das nennen möchte. Also wenn ich das richtig verstehe, helfen Ihnen die kleinen Rituale mehr Verbindung zu finden, zum Beispiel Natur, Musik, zu sich selbst und so weiter. Und das bringt, sage ich mal, noch mehr Authentizität in Ihnen dann hervor. Verstehe ich das so richtig? Ja, also ich würde es jetzt nicht so hochhängen unbedingt, aber ich würde sagen, es bringt auch einfach mehr Freude mit sich. Ne? Mhm. Also je nachdem, was das dann gerade auch ist, ist schön, wenn man da seine Lieblingsmusik oder so bei hört. Mhm. Also das kann mal klassische Musik sein, es kann aber dann auch mal eher was Rockigeres sein und wirkt sich dann vielleicht auch auf die Kunstwerke aus, wie sie eben entstehen. Gerade zu sagen, es wirkt sich auf die Kunstwerke dann aus. Das würde mich gerade im Umkehrschluss auch interessieren. Wie zeigt sich dann im Nachhinein diese Authentizität im fertigen Werk? Also da würde ich auch nochmal drauf zurückkommen. Das, was ich mache, das sind ja abstrakte Gemälde. Ja. Und da ist es immer so eine Sache, oder ich integriere auch gerne Objekte in die Bilder. Und da ist es immer so eine Sache, ich sehe ein Objekt, ich betrachte das und dann versuche ich, aus dem Objekt irgendwas zu machen, es in ein Kunstwerk zu integrieren. Und dann entsteht so ein Inspirationsprozess, der sich dann eben in der Kreativität äußert. Und dass das jetzt authentisch ist, würde ich sagen, naja, also ich mache ja das, was jetzt dann so entsteht in mir. Ich kann das gar nicht so genau zuordnen, ob das jetzt mehr der Kopf, der Bauch, das Gefühl ist, sondern es ist einfach etwas Natürliches, ja. Aber es ist jetzt nicht etwas, was ich da vorher irgendwie so 1, 2, 3, 4, A, B, C, D festgelegt habe. Und dadurch, vielleicht würde ich fast das Wort Authentizität durch Lebendigkeit ersetzen, weil das, glaube ich, im Vordergrund steht. Und ist es auch das Kriterium später, dass Sie tatsächlich diese Lebendigkeit im fertigen Werk dann sehen und dann sagen Sie, ja, bei der Entstehung von dem Werk war ich in dieser Lebendigkeit, in dieser Authentizität drin. Gibt es danach noch so eine Danachbewertung von einem abgeschlossenen Werk? Natürlich sehe ich dann das fertige Werk. Das ist natürlich dann nicht mehr im Flow und nichts Lebendiges in diesem Sinne, weil es ja was Statisches ist. Man kann das angucken. Ich selbst erinnere mich natürlich daran, auch wie das entstanden ist. Ich entdecke manchmal auch später noch Dinge, wo ich sage, oh, das hast du ja noch gar nicht gesehen. Da ist ja das und das entstanden. Oder gerade bei abstrakten Bildern, je nachdem, wie man da mit den Augen drauf schaut, entdeckt man ja auch manchmal Figuren oder bestimmte Formen, sodass ich sagen würde, also auch der Betrachtungsprozess ist ein kreativer Prozess, den ja dann auch Leute, sage ich, also fremde Leute, die das Bild nicht gemalt haben, der bei denen ja auch vonstatten geht. Ah ja. Also vielen Dank für diesen Einblick und ich hoffe, Sie in einem weiteren Interview noch weiter auszufragen, weil ich finde Ihren Kunstansatz total faszinierend. Herzlichen Dank auch Ihnen. Entdecken Sie die Geheimnisse einer erfolgreichen Künstlerkarriere mit unserem kostenlosen Online-Kurs, wie Sie die größten Hürden überwinden und authentische Kunst schaffen, die begeistert und verkauft. Viele Künstler wünschen sich, dass ihre Werke das Publikum wirklich berühren. Doch wenn der Verkauf ausbleibt, bleibt oft die Frage, warum? Dieser praktische Kurs ist für Künstler, die ihrer Kreativität den Weg freiräumen wollen und mit einer klaren Strategie verbinden möchten. Erfahren Sie, wie Sie bittere Fehler vermeiden und Kunst erschaffen, die nicht nur authentisch ist, sondern auch eine breite, marktfähige Anziehungskraft besitzt. Überwinden Sie die größten Hürden Ihres Karrierestartes und warum Kunstwerke nicht verkauft werden und wie Sie das ändern können. Das Wichtigste? Wir helfen Ihnen dabei, Ihre eigene, einzigartige künstlerische Stimme zu kultivieren.
Machen Sie Ihre Kunst zum Erfolg, um eine tiefere Verbindung zu Ihrem Publikum zu schaffen und Ihre Leidenschaft in eine nachhaltige Karriere zu verwandeln. Verpassen Sie nicht diese Chance, Ihre Kunst auf das nächste Level zu bringen und Ihren Weg zu einer erfüllten Künstlerkarriere zu starten. Starten Sie jetzt kostenlos und ohne Anmeldung und entdecken Sie, wie Sie mit authentischer Kunst Menschen bewegen und Erfolg haben können.